Das ist der Plastikfriedhof. Es ist eine Schande für die Menschheit, dass man so etwas in Tieren findet. Das Plastik, das wir wegwerfen, endet auf unseren Tellern. Es dringt in unsere Körper ein. Der Strand ist hier, hinter diesen Häusern? Wir schlafwandeln einer Umweltkatastrophe entgegen. Der Ozean, in dem das Leben auf der Erde seinen Anfang nahm, wird in eine synthetische Brühe verwandelt. An keinem Ort der Welt lässt sich das besser wahrnehmen als in Mumbai. In Indien denkt man, aller Abfall muss ins Wasser. Und das ist dann das Ergebnis. Jetzt kommen wir zum Plastikfriedhof. Der Plastikfriedhof. Überall Plastik. Jetzt sehen Sie das Ausmaß des Problems. Der ganze Strand ist mit Plastik übersät. Ja, das ist er. Das ist kein Abfall, der am Strand weggeworfen wurde. Er kommt aus dem Meer. Die Flut schwemmt sogar zweimal täglich noch mehr an. Das ist Verwüstung. Haben Sie schon einmal so viel Plastik an einem Strand gesehen? Nein, das habe ich noch nie gesehen. Es ist gar kein Strand mehr. Grauenvoll. Ja. Das ist eine Müllhalde, kein Strand. Am gefährlichsten ist das blaue Einwegplastik. Wenn das sinkt, ist es aus. Das kommt aus den Einkaufsstraßen. Aus den Geschäften. Ja, die gibt es überall in den Einkaufsstraßen. Die Leute tragen ihre Einkäufe heim und werfen sie weg. Ja. Und vergessen sie. So ist es. Es ist dann das Problem der anderen. Sie halten es für das Problem der Regierung. Die Leute denken, der Premierminister dieses Landes müsste ihren Strand säubern. Haben Sie jemals so viel Abfall gesehen? Noch nie. Stellen Sie sich vor, was die Fische und Vögel erleiden. Weltweit kippen wir jede Minute das Äquivalent einer LKW-Ladung Plastik ins Wasser. Bis 2050 könnte das Gesamtgewicht des Plastiks das der Fische im Ozean übertreffen. Es ist erschütternd, so viel Plastik an einem eigentlich schönen Strand zu sehen. Jedes Mal, wenn ich hierher komme, bin ich verstört. Es muss gesäubert werden. Wir geben nicht auf, Thomas. Dieser Kampf geht weiter. Ich habe immer an der Küste gelebt. Mit meinen Schulkameraden und Kommilitonen habe ich früher hier im Wasser gespielt. Er erinnert sich an seine Kindheit, als es hier weißen Sand und sauberes Wasser gab. Als er als Erwachsener zurückkam, war er entsetzt. Als Sie zum ersten Mal von hier auf den Strand schauten, was sahen Sie da? Eine Müllhalde. Mein Ozean hat sich in eine Müllhalde verwandelt. Von einem Ende zum anderen sah man nichts als Plastik. Schon als Kind hatte ich eine besondere Verbindung zum Meer. Der Ozean war alles für mich. Diese Verbindung reicht tief in mein Innerstes. Wenn diese Bindung doch zerreißt, geht einem das an die Nieren. Mein menschlicher Instinkt sagte mir, dass ich etwas dagegen unternehmen muss. Also initiierte Afros Shah die größte Strandsäuberung der Welt. Sie sammelten in nur einem Jahr 4000 Tonnen Müll ein. Für seinen Ehrgeiz machten ihn die Vereinten Nationen zum Umweltchampion. Der Ozean spuckt es alle 2-3 Monate aus. Wenn man es nicht wegräumt, häuft es sich immer weiter auf. Und der Sand scheint es sich einzuverleiben. Für Einwegplastik ist im 21. Jahrhundert kein Platz. Es hat in dieser Welt überhaupt keinen Platz.
Aber es ist doch so bequem, Afros. Bequem für manche vielleicht, aber nicht für die Fische und Meerestiere und Seevögel. Es ist ihr Zuhause. Dort überleben sie. Sie schreien nach Gerechtigkeit, weil wir ihr Zuhause zerstören. Ich nehme das übel. Keine Spezies hat das Recht, das Zuhause einer anderen Art zu zerstören. Jetzt kommen wir zur Bucht. Sehen Sie sich diesen Haufen an, direkt am Wasser. Hi, Praveen, how are you? Einst strotzten diese Gewässer vor Leben. Jetzt liegen die Fischerboote auf dem Trockenen. Wir werfen die Netze aus und fangen nichts als Plastik und Abfall. Keine Fische? Nein. Uns geht nur Plastik ins Netz. Und diesen Wandel haben Sie selbst erlebt? Ja. Als Kinder haben wir oft in der Bucht gefischt. Aber in den letzten 30 Jahren sind alle Fische verschwunden. Es gibt nur noch die Verschmutzung. Mir geht es nicht um die anderen. Die Leute sagen, oh, sie sind eine Inspiration. Ich mache das für mich selbst, mit klarem Kopf. Ich bin nicht auf einen Heiligenschein aus. Ich bin hergekommen, um sauber zu machen, weil es mir ein Bedürfnis ist. Und wenn es jedem zum Bedürfnis wird, kommen die Dinge in Ordnung. Der Plastikmensch kommt in eine farbige Welt der blanken, glänzenden Oberflächen, wo Kinderhände nichts finden, das sie zerbrechen könnten. Er ist umgeben von zähen, sicheren, sauberen Materialien, die der menschliche Geist geschaffen hat. Alle seine Spielzeuge, sein Kinderbettchen, sein unzerbrechliches Fläschchen, alles besteht aus Plastik. Dieses Buch trägt den Titel Plastik. Die erste Auflage stammt von 1945. Ich habe es im Bücherregal meines Großvaters gefunden, als er verstorben war. Damals hatte ich nicht zu Plastik geforscht. Aber es ist interessant, weil das Buch die Vorteile von Plastik vorhersagte. Innerhalb einer kurzen Zeitspanne wurde Plastik in sämtliche Lebensbereiche eingeführt. Plastik durchdringt fast alle Aspekte unseres Alltags. Aber es gibt eine dunkle Seite, nicht nur in den Entwicklungsländern. Man kann kaum ein paar Meter am Strand spazieren gehen, ohne auf Abfall zu stoßen. Er bedeckt jeden Winkel unseres Planeten. Selbst in der Tiefsee und den Polargebieten sehen wir, wie sich Plastikmüll anhäuft. Richard schlug als einer der ersten Alarm. Noch eine Plastiktüte. Heute frisch gekocht, die Metzgerauswahl. Vielleicht noch warm. Der Inhalt wurde konsumiert, die Packung weggeworfen. Wie lange würde sie hier überdauern? Sehr lange. Wir produzieren 300 Millionen Tonnen jährlich. Diese Menge bringt viele Nutzanwendungen, wie leichte Karosserien, Flugzeuge, Körperprothesen. Plastik ist nicht der Feind. Es sind die Einwegprodukte, die jedoch 40% der Produktion ausmachen. Sie werden innerhalb eines Jahres benutzt und weggeworfen. Manche Plastikteile werden nur einige Minuten lang genutzt und dann weggeworfen. Wir haben beinahe 60 Jahre lang das Verhalten der Wegwerfgesellschaft eingeübt. In den 1950er Jahren gab es keine Wegwerfartikel. Mittlerweile werfen wir viele Dinge als wertlos weg. Es ist doch kaum überraschend, dass deshalb vieles in die Umwelt gelangt. Es ist unser Müll, leichtfertig, vielleicht viele Meilen entfernt weggeworfen. Nun kommt er zurück und sucht uns heim. Meiner Ansicht nach haben wir den kritischen Punkt überschritten. Es liegen genügend Gründe vor, warum wir jetzt handeln müssen. It's this rapid adaptability, together with the attractiveness, usefulness and low cost of the plastic itself,
that has made this industry one of the fastest growing in the nation's history. The future of plastics is bright indeed. Wir verbrauchen 320 Millionen Tonnen Plastik jährlich. Es ist billig, leicht und haltbar. You can freeze it, stack it, any which way. Es wird für alles verwendet, vom Wattestäbchen bis zur Rakete. Lift off. All we need is this burner, this flask and this reflux condenser. Just a moment, please. 4% der Erdölproduktion weltweit werden als Rohstoff verwendet. Chemikalien werden zugesetzt, die jedoch toxisch sein können. Und nur 5% werden effektiv recycelt. I've been washed up on the beach. Mechanical. And he grows, but he knows when his time is up. And he grows, but he knows when his time is up. And he grows, but he knows when his time is up. Mit dem gedankenlosen Wegwerfen beginnt das Plastikproblem. Es ist typisch für das, was man in den Abwasserkanälen findet. Das Zeug wird angespült. Das sind Feuchttücher. Ja, genau. Die werden einfach die Toilette runtergespült. Ja, die Leute meinen, wenn sie sie runterspülen, sind sie weg. Aus den Augen, aus dem Sinn. Wir finden hier alles Mögliche. Nicht nur Feuchttücher, auch Hygieneartikel, gequollene Tampons oder Kondome. Das ist kein Papier. Das liegt hier schon Monate herum. Und es hat sich noch kein bisschen zersetzt. Weil es Plastik ist. Genau, es ist kein Toilettenpapier. In die Toilette gehört nur Urin, Kot und Toilettenpapier. Alles andere gehört in den Abfalleimer. Bei Hochwasser schwimmt dieses Zeug oben. Durch die Überlaufschleusen gelangt es in die Themse. Wir fischen jedes Jahr zwischen 300 und 500 Tonnen Plastik aus dem Fluss. Wir finden uralten Müll im Fluss, Dinge, die dort schon 1000 Jahre lang liegen. Aber erst seit 30 Jahren haben wir das Plastikproblem. Erst wenn man sich die Themse genauer ansieht, bemerkt man, wie viel Müll darin schwimmt. Freiwillige beobachten die Wege des Mülls, um herauszufinden, wo er herkommt. Wir nehmen kleine Geländeabschnitte unter die Lupe und machen von ihnen ein Inventar. Wir finden Lebensmittelverpackungen aus Plastik und Polystyren. Wattestäbchen. Wattestäbchen, Windeln, Spritzen, Feuchttücher, Feuerzeuge. Unfassbar, wie viele Posten wir auflisten. Vier Deckel. Vier? Ja. Vielen Menschen ist nicht bewusst, dass wir ein getrenntes Süßwasser-Regenwassersystem haben, das an das Abwassersystem angeschlossen ist. Die Straßenabfälle fließen durch die Gullis überwiegend direkt in einen Fluss. Der ganze Straßenabfall wird in die Rinnsteine gespült und von dort über ein Abflussrohr in einen Fluss. Der Fluss mündet vielleicht in einen Zufluss der Themse. Und wo mündet die Themse? Im Meer. Das Leben in den Weltmeeren ist also von dem Abfall betroffen, der in einem Dorf im Themsebecken entstanden ist. Welcome on board. Suchen wir Mikroplastikteilchen. Die Reise des Plastiks verläuft von den Flüssen bis ins Meer. Doch hier erst wird es zu einer folgenschweren Bedrohung. Wie
Wir werfen ein Manta-Netz aus. Sehen Sie die seitlichen Ausleger? Es ähnelt einem Manta. Die Ausleger halten das Netz an der Oberfläche, wo wir viel Mikroplastik erwarten. Mit dieser Methode suchen wir nach kleinsten Teilchen, dem Mikroplastik. Alles, was weniger als 5 mm Durchmesser besitzt. Es ist nicht mikroskopisch klein. Man kann es mit bloßem Auge erkennen. Wir durchkämmen das Meer nach diesen Kleinteilen. Es sind Bruchstücke von Alltagsgegenständen, die im Lauf der Jahre durch das Sonnenlicht und den Wellengang abgespalten wurden. Sie bedrohen den Ozean. Die altbekannte große Einwegplastikflasche zerfällt vielleicht in 1 Million Mikroteile. Es ist schwierig, die Quantität präzise zu schätzen. Die wenigsten Meerestiere würden wohl eine ganze Flasche fressen. Genau. Aber eine in 1 Million Teilchen zerfallende Flasche bedeutet 1 Million Fressgelegenheiten für Fische. So verleibt sich eine größere Vielfalt von Organismen Plastik ein. Da ist Abfall drin. Wir müssen ihn vorsichtig in die Gläser stecken. An manchen Blättern haftet Plastik. Plastik braucht Jahrzehnte, vielleicht Jahrhunderte, um in kleinste Teilchen zu zerfallen. Aber es verschwindet niemals ganz. Hier haben wir eine Probe aus unserem Manta-Netz. Sehen wir sie durch. Ich hole alle Teilchen heraus, die nach Plastik aussehen. Wir sehen hier verschiedenste Polymere, Polyethylen, Polypropylen, Polystyrol. Um sie genau zu bestimmen, brauchen wir eine detaillierte forensische Analyse. Der 15-minütige Fischzug bringt nur eine Handvoll Teilchen, doch die sind äußerst bezeichnend. Im Durchschnitt finden wir 1 bis 2 Teilchen pro Kubikmeter Meereswasser. Wir reden hier nicht von einer Müllinsel. Aber wenn man das hochrechnet auf die gesamte Wassermenge in der Meerenge von Plymouth, rund um die britische Küste und weltweit, dann kommen wir auf Millionen, ja Billionen Plastikteilchen dieser Größe. Sie treiben rund um den Globus an der Wasseroberfläche. Hunderte Arten von Meereslebewesen treffen an der Wasseroberfläche oder in der Wassersäule auf Plastik. Viele dieser Begegnungen sind schädlich oder gar tödlich. Das ist Texel, eine Miniatur von Holland. Alle Landschaftstypen kommen hier vor. Auch Vögel? Sehr viele Vögel. Die Strände sind wild, es gibt Seevögel im Überfluss. Die Seemöwen nisten hier. Ja. Kommen hier große Schwärme her? Ja, besonders wenn Fischereiflotten einlaufen. Viele haben Plastik im Magen, vor allem aber die Eissturmvögel. Einiges nehmen sie durch die Fische aus tieferen Wasserschichten auf. Aber das meiste Plastik stammt von der Wasseroberfläche. Wurden tote Eissturmvögel an Land gespült, werden ihre Mägen überprüft. So können die Wissenschaftler abschätzen, wie viel Plastik sich im offenen Meer befindet. Versuchen Sie zu berechnen, wie viel Plastik die Vogelpopulation der Nordsee enthält? Ja, auf jeden Eissturmvogel in der Nordsee kommen 6 Tonnen Plastik. 6 Tonnen Plastik durchlaufen jeden Eissturmvogel in jedem Jahr. Ja. 6 Tonnen? Ja. Das ist viel. Ja, das ist es. Tote Vögel werden in Jan van Franekers Labor eingesandt. Die Obduktion ist nichts für Zartbeseitete. Dieser Vogel ist langsam gestorben. Er hat keine Fettreserven mehr. Bei einem gesunden Eissturmvogel stünden die Federkiele nicht unter der Fettschicht hervor. Er hat sein gesamtes Fett verbrannt, bevor er starb. Wenn zu viele der Muskelproteine aufgezehrt wurden, geht es zu Ende. Der Magen ist voll. Da ist eine Menge Zeug drin. Wir werden gleich sehen, was. Sehen Sie? Eine Menge Plastik. Meine Güte, der ist ja voll. Der Kaumagen ist voller Plastik. Welche Folgen hat das für den Vogel? Es gibt ihm ein falsches Sättigungsgefühl.
Er hat keinen Appetit? Er frisst nichts mehr. Deshalb ist dieser Vogel verhungert? Ja. Das könnte ein Faktor sein. Ja, sicher. Was sagt uns das über das Leben dieses Vogels? Er hat unter unseren Fehlern gelitten. Es ist eine Schande für die Menschheit, dass man so etwas in Tieren findet. Die Tierwelt zeigt uns, was wir falsch gemacht haben. Aber letztlich tun wir alles, was wir den Tieren antun, uns selbst an. Auch wenn einem Tiere egal sind, man ist sich doch nicht selbst egal. Gereinigt und sortiert liegt der Inhalt des Kaumagens eines Eissturmvogels vor uns. 18 Stücke Plastik, die ca. ein halbes Gramm wiegen. Das klingt nach wenig, aber hochgerechnet auf einen Menschen entspricht es einer Lunchbox Abfall. Ich würde mir nicht wünschen, dass mein Sohn das im Magen hätte. Je größer der Vogel, desto größer die Teile. Und ein Albatros hat einen mächtigen Appetit. Man findet vollständige Objekte, wie Zahnbürsten oder Schwimmer, Golfbälle. Am Ende fällt das alles auf uns zurück. Diese Vögel fressen Plastikteile einer gewissen Größe. Wenn der Eissturmvogel sie zu Mikroplastik verdaut hat, gelangt dies in die Shrimps im Wasser oder in das noch kleinere Plankton. Das wird wiederum von Fischen gefressen. Die Fische essen wir. Irgendwann fällt das, was in der Natur passiert, auf uns zurück. Früher Morgen an Indiens Ostküste. Die Fischer sind bereits draußen, um im schmutzigen Wasser das Abendessen zu fangen. Plastik säumt die Ufer. Doch es ist die Gefahr unter Wasser, die die Umweltschützer hier auf den Plan ruft. Akil nimmt mich mit zum Tauchen. Sehen Sie sich die Meerestiere an. Sie sind freundlich zu uns. Sie haben keine Angst vor uns. Man gewöhnt sich daran, empfindet sich als Teil davon. Wir sind eine invasive Art. Überall, wo wir eindringen, bringen wir Zerstörung. Das ist der Welt gegenüber nicht fair. Als Teil des Ökosystems haben wir kein Recht, es zu zerstören. 1, 2, 3. Fünf Kilometer vor der Küste liegt ein Riff. Wir sinken in die düstere Tiefe hinab. Der sandige Meeresboden wird von einer reißenden Strömung aufgewühlt. Dies ist ein Geisternetz. Fischnetze aus Plastik haben sich im Gestein verfangen und wurden liegen gelassen. Tausende Kilometer an Fischnetzen und Angelleinen treiben in den Weltmeeren. Jede Kreatur, die ihnen zu nahe kommt, verfängt sich darin. Es macht uns nichts aus, dass sie fischen. Aber sie wissen gar nicht, was sie zerstören. Unser Gespräch wird unterbrochen. Fischer rammen unser Boot, während sie verzweifelt versuchen, ihr Netz vor dem Riff zu retten. Wenn die Netze in der Strömung so geschleppt werden, bleiben sie am Riff hängen. Es ärgert mich sehr, wie achtlos und ignorant die Menschen sein können. Ich habe mich einmal in einem Netz verfangen und konnte nicht sehen, was es war. Ich habe es nur gespürt. Da kann man sich vorstellen, wie es für einen Fisch ist. Unser Tauchlehrer Andy machte mal einen Tauchgang. Beim Auftauchen sah er einen Klumpen treiben, der um sich schlug.
Er kam näher und erkannte, dass es zwei Schildkröten waren. Sie hatten sich total verheddert. Schildkröten haben keine Kiemen. Sie können unter Wasser nicht atmen. Sie sterben in diesen Netzen, weil sie unter Wasser ersticken. Es musste sofort etwas geschehen. Andy schlitzte mit dem Messer die Netze auf. Es dauerte 15 oder 20 Minuten, bis er die beiden Schildkröten befreit hatte. Aber am Ende war die Rettung ein Erfolg. Die Schildkröten nahmen zum Glück keinen Schaden. Warum ist das Meer als Lebensraum schutzwürdig? Es ist schutzwürdig, weil wir es nicht zerstören dürfen. Wenn das Leben im Meer zerstört wird, wird das Riff zerstört. Wenn das Riff zerstört ist, werden auch die Küstengebiete zerstört. Denn es fehlt das Riff, das sie vor dem Ozean geschützt hat. Sobald das Riff fehlt, trifft der Ozean direkt auf Land. Jeder einzelne Küstenbewohner ist davon betroffen. Ich würde gerne sehen, dass die Menschen mehr Mitgefühl für das Leben in ihrer Umgebung aufbringen. Ich versuche zu zeigen, dass wir auf ähnliche Weise beschädigt werden. Wir gehen uns selbst in die Falle. Es schadet uns sehr. Es ist Zeit zu überdenken, wie wir Dinge konsumieren und wegwerfen. Das ernüchternde Portfolio eines Fotografen, der mittels Kunst unsere Selbstzufriedenheit bezüglich des Plastiks zerstört. Es wirkt, als ob das Leben erwürgt wird. Ist das Ihre Auffassung von Plastik? Im Sinne von Verstrickung würde ich sagen, ja. Es ist die Idee eines langsamen Erstickens. Es passiert nicht über Nacht. Das Problem ist schleichend. Es tötet uns langsam. Ich mache ein kleines Fotokunstprojekt. Es zieht eine Analogie zur Plastikaufnahme der Meerestiere. Wie ginge es uns, wenn uns das passierte? Ich style Gegenstände, die ich am Strand gefunden habe, wie Food-Fotografien. Damit möchte ich ein Bewusstsein für dieses Thema schaffen. Es ist Strandgut sammeln mal anders, oder? Normalerweise sucht man nach Muscheln, sie suchen nach Müll. Es gibt mehr Müll als Muscheln. Dieses Stück ist wahrscheinlich schon Jahre unterwegs. Es wird von einem kleinen Fisch gefressen. Die größeren Fische fressen kleine Fische. So kommt es auf unseren Teller. In unsere Nahrungskette. Ihre Bilder zeigen die Verknüpfung zwischen dem Plastik und dem, was wir zu uns nehmen. Ja, es ist giftig. Es schadet uns, nur sehen wir es noch nicht. Er ist von Plastik umgeben. Es häuft sich auf einem Müllplatz bei seinem Haus auf. Drinnen sortiert er die Ausbeute. Ich probier's mal mit denen. Was bilden Sie nach? Ich dachte an schicke Cerealien, wie Kinder sie gerne mögen. Es wird zum Nachdenken darüber anregen, wie die Natur geschädigt wird, wenn Plastik in die Nahrungskette gelangt. Alle Belgier freuen sich auf die Muschelsaison, die Anfang Juli beginnt. Es ist ein großes Ereignis. Die Muscheln sind da. Den ganzen Sommer und Frühherbst essen die Belgier Muscheln. Toll, da kommen sie. Vielen Dank. Colin, ist das eine typisch belgische Zubereitung? Ja, und es ist die einfachste. Für mich auch die schmackhafteste. Zu den Muscheln gibt man Zwiebeln und Sellerie. Gibt alles in einen Topf und in 5 Minuten kommt er auf den Teller. Eine Muschel filtert täglich 20 bis 25 Liter Wasser. Das ist viel Wasser. Das Wasser enthält Mikroplastik. Diese Portion Muscheln enthält rund 90 Mikroplastikpartikel. Wir schätzen, dass ein Belgier jährlich 2000 bis 11.000 Mikroplastikpartikel aufnimmt.
11.000. Ja. Unsere Kinder werden noch mehr essen, denn Plastik reichert sich im Ozean an. Ende des Jahrhunderts werden die Europäer wahrscheinlich eine Dreiviertelmillion Plastikpartikel pro Jahr aufnehmen. Unser gesamtes Wissen und der gesunde Menschenverstand sagen mir, dass wir, wenn wir so weitermachen, früher oder später den Punkt erreichen, an dem das Auswirkungen hat. Deshalb müssen wir jetzt etwas dagegen unternehmen. Diese Portion Muscheln haben wir gestern in Ostende gekauft. Ich möchte anhand einer Gewebeprobe die Verdauung und die Aufnahme von Mikroplastik analysieren. Sie bereiten sie speziell vor. Wir haben eine Technik, die das gesamte Gewebe auflöst. Was zurückbleibt, ist das Mikroplastik. Wir suchen nach etwas Verdächtigem. Irgendwas Besonderes? Dieser rote Tupfer. Ja. Die rosa Farbe und die rechteckige Form. Das ist bestimmt Mikroplastik. Computertomographien von Muscheln haben gezeigt, dass Mikroplastik sich nicht nur im Magen der Tiere befindet, sondern auch im Muskelgewebe. Das ist der Beweis dafür, dass das, was wir im Laden kaufen, mit Plastik belastet ist. Die ersten Risikobewertungen im Labor zeigen, dass Mikroplastik vom Magen in unsere Blutbahn übergehen kann. Im Moment sind es nur ein paar Dutzend Partikel jährlich. Doch gegen Ende des Jahrhunderts könnte die Menge Jahr für Jahr auf 4000 Partikel ansteigen. Ich habe viele Ärzte und Kollegen befragt, was Mikroplastik auslösen kann, wenn es in unsere Blutbahn gelangt. Die unverhohlene Antwort lautete: Wir wissen es nicht. Wir wissen, dass Plastik in den Körper aufgenommen wird. Ja. Aber nicht, was das bedeutet. Nein. Ob es schädlich ist. Nein. Sollten wir diese Experimente machen? Ja, wir müssen das untersuchen. Es ist besorgniserregend. Die Partikel dringen in den Körper ein und bleiben eine ganze Weile drin. Wir müssen wissen, was mit dem Plastik passiert. Wo wandert es hin? Wird es vom Körpergewebe eingekapselt und vergessen? Oder tauscht es Informationen aus? Lösen sich Chemikalien aus dem Mikroplastik heraus? Und führt das dann zu einer chemischen Vergiftung? Wir wissen es nicht. Aber wir müssen es herausfinden, denn wir wissen, dass es in den Körper eindringt. Um meine Lebenszeit mache ich mir bezüglich Plastik keine Sorgen. Aber die nächsten Generationen könnten sagen, sie haben uns ein verrottetes Plastikerbe hinterlassen. Und wir leiden unter diesem Erbe. Die Andamanen sind meine Heimat. Hier fühle ich mich am wohlsten und hier gehöre ich her. Sie sind so ein schöner, heiterer, kleiner Ort. Man muss diese Inseln einfach lieben. Alles hier ist so anders als das, was ich an Land erlebt habe. Die Art, wie sich die Dinge bewegen, wie die Geschöpfe leben, ihre Tarnung, die Farben, alles ist neu. Das ist immer wieder eine wunderbare Erfahrung. Wir haben Plastik gefunden, das in Korallen gesteckt hat. Wir haben Plastik in Felsspalten gefunden. Es erstickt die Tiere, die ihm zu nahe kommen. Sie verwechseln es mit Nahrung und essen es. Natürlich können sie es nicht verdauen.
Das Plastik, das auf halber Höhe treibt, sinkt nicht zu Boden, bis es das Ufer erreicht. Tüten ähneln einer Qualle. Und Quallen sind Beutetiere von Schildkröten und die fressen dann die Tüten. Plastiktüten sind auf diesen Inseln verboten. Trotzdem gibt es noch viele auf dem Meeresgrund. Der Müll, den die Strömung hertreibt, stammt aus Indonesien, Thailand, Singapur und Malaysia. Es sind viele Plastiksandalen, Flaschen, Dinge, die leicht treiben. Die Strömung spült alles an. Aber manches Plastik reist noch viel weiter. Es häuft sich zu riesigen zirkulierenden Massen im Wasser des Nord- und Südatlantik an, im Nord- und Südpazifik und im Indischen Ozean. Das sind die fünf großen Wirbel. Alles ist miteinander verbunden. Es ist alles ein Ozean. Ich hatte eine wunderbare Kindheit. Mit meinen gleichaltrigen Freunden spreche ich immer noch darüber. Wir haben alle schöne Erinnerungen an das, was wir unternommen haben und daran, wie frei wir waren. Damals war die See kristallklar. Selbst im Vereinigten Königreich sind abgelegene Gemeinden betroffen. Es ist nicht schlecht heute. Das ist ein guter Tag? Er reichte schon mal bis über die Mauer. Das sind ja ein paar Meter. Leicht. Es verfängt sich in jedem Winkel unten in der Bucht. Bei Flut kommt es hoch und landet hier. Mary wurde in diesem Dorf geboren und hat ihr Leben hier verbracht. Es war das Paradies ihrer Kindheit, aber das ist vorbei. Plastik gab es damals einfach nicht. Es kam uns nicht in die Quere, wenn wir schwimmen gingen. Da waren keine Plastikflaschen. Das Ufer war sauber. Das ist nicht unser Abfall. Er kommt von anderswoher. Die Gemeinde ist überfordert. Freiwillige räumen weg, so viel sie können. Leider ist das hier eine Art Abfallbecken. Denn am Ende des Meeresarms kommt alles den Fluss Clyde runter über den Atlantik. Die Ozeane reichen um die ganze Welt. Der Müll kommt von überall her. Aber hier ist Endstation. An schottischen Stränden finden wir Abfälle aus Australien und Japan. Sobald sie im Ozean sind, können sie überall hingelangen. Abfälle sind ein globales Problem. Doch der meiste Abfall stammt aus anderen Orten im Vereinigten Königreich. Die vollen Säcke wiegen 30 Kilogramm. 30 Kilo in 30 Minuten, das sagt doch alles. Schön, wenn man von draußen in ein gepflegtes schottisches Bed and Breakfast kommt. Genau, man riecht das frische Brot und die Marmelade. Christina kam vor 2 Jahren hierher, um ein B&B zu eröffnen. Das ist eines unserer besten Zimmer. Die Aussicht ist atemberaubend, wenn man über das Plastik am Strand hinwegsieht. Ein paar Gäste haben mich schon gefragt, warum es in der Gemeinde so schmutzig ist. Warum liegt da draußen eine Mülldeponie? Ortsfremde vermuten, dass der Abfall aus dem Dorf stammt? So ist es. Sie wissen es nicht. Die Touristen buchen anderswo. Die Auswirkungen auf die Gemeinde sind nicht zu unterschätzen. Wir haben versucht, selbst damit fertig zu werden und getan, was wir konnten. Es hat nichts gebracht. Es geht weiter. Wir sind müde. Das spiegelt sich in der Zahl der Immobilienverkäufe wider. Geschäfte schließen. Diese Gemeinde gibt auf. Wir wurden so lange damit alleine gelassen, dass wir aufgegeben haben. Wir können nichts dagegen tun. Fühlen Sie sich angesichts dieser Plastikflut überfordert? Ich bin total überfordert. Ich mag hier nicht geboren und aufgewachsen sein, aber ich werde hier den Rest meines Lebens verbringen. Für mich ist es die Investition meines Lebens. Den Meeresarm zu säubern? Absolut.
Sie machen das jetzt seit 62 Wochen. Genau. 62 weeks. Ja. Es ist immer noch Müll da, aber man sieht den Unterschied. Oh ja, der ist riesig. Man sieht endlich den weißen Sand wieder. Wir nennen das jetzt Instandhaltung. Instandhaltung? Genau. Und sie reicht bis dort. Die Fläche ist riesig. Es geht um Ausdauer und Beharrlichkeit. Tue es stetig. Mach kein Event daraus, keine Eintagsfliege. Je mehr Freiwillige sich zu seiner Putzbrigade melden, desto näher kommt Avros seinem sauberen Strand. Es ist eine Chance. Zieh dir die Handschuhe an und geh an den Strand. Wie motivieren Sie all die Freiwilligen? Es ist ein hochmotivierter Haufen Leute. Sie lieben das Meer. Ich würde ein stärkeres Wort benutzen. Es macht süchtig. Süchtig? Ja, genau. Wenn wir es einen Tag in der Woche nicht tun, haben wir das Gefühl, wir haben geschwänzt. Wir geben alles auf. Wir räumen nicht den Strand auf, sondern unsere Herzen. Sie räumen hier auf, aber die Leute bringen immer noch Abfall. Gerade habe ich da hinten jemanden gesehen. Sie werden ihre Meinung ändern. Sie überzeugen sie? Wir beraten sie. Wir erziehen sie. Und sie gehen mit gutem Beispiel voran. Statt uns über die Regierung zu beklagen, sollten wir unsere Pflicht tun. Eine oder zwei Stunden, je nachdem, wie viel Zeit man hat. Was kommt nach diesem Strand? Der nächste Strand. Es gibt 19 Strände. Es liegt bei den Anwohnern, aktiv zu werden. Ich habe alle meine Freiwilligen immer wieder provoziert. Später kommen sie von allein. Es ist mein Ozean, mein Strand. Meine Liebe dazu. Jetzt wollen wir auch schwimmen gehen. Glauben Sie, der Tag, an dem Sie wieder schwimmen gehen können, kommt? Sehr bald. Wenn so viele Menschen aktiv sind, sicherlich bald. Mit all unserer Anstrengung schon bald. Sie werden erfolgreich sein. Wir wollen der nächsten Generation etwas hinterlassen. Die nächste Generation, diese hier. Zeig dein T-Shirt. Rettet den Strand. Vielleicht können Sie eines Tages wieder Cricket am Strand spielen. Ohne Plastikmüll wäre das doch nett, oder? Ich werfe nichts am Strand weg. Du wirfst nichts weg. Du räumst nur den Mist der anderen weg. Ja. Großartig. Viel Glück, junger Mann. Eines Tages kannst du es genießen. Es gibt 1,5 Milliarden Inder. Das macht 3 Milliarden Hände, die Plastik aufsammeln können. Vielleicht dauert es eine Generation, bis wir gelernt haben, Plastik nicht wegzuwerfen. Aber indem wir die Probleme aussprechen, erzielen wir langsam eine Wirkung. Man kann die Plastikflut nur stoppen, indem man sie besser managt. Wir können Plastik zu unserem Vorteil nutzen, ohne so viel Müll anzuhäufen. Das gibt mir Hoffnung. Projizieren wir uns in das Jahr 2040. Unser Plastikmensch wird 100 Jahre alt und er geht mit seinen Ururenkeln an den Strand. Sie müssen durch den Plastikschlick rudern, der sich an jedem Ufer der Welt angesammelt hat. Der Plastikmensch streicht mit der Hand durch den Sand und bemerkt, dass der Sand voller kleiner Plastikteilchen ist. Begreift er, dass die Welt, in die er hineingeboren wurde, seit Beginn des Plastikzeitalters eine andere geworden ist? Ist so eine Zukunft notwendig? Meiner Meinung nach ist sie vermeidbar.
Es sind viele Plastiksandalen, Flaschen, Dinge, die leicht treiben. Die Strömung spült alles an. Aber manches Plastik reist noch viel weiter. Es häuft sich zu riesigen zirkulierenden Massen im Wasser des Nord- und Südatlantik an, im Nord- und Südpazifik und im Indischen Ozean. Das sind die fünf großen Wirbel. Alles ist miteinander verbunden. Es ist alles ein Ozean. Ich hatte eine wunderbare Kindheit. Mit meinen gleichaltrigen Freunden spreche ich immer noch darüber. Wir haben alle schöne Erinnerungen an das, was wir unternommen haben und daran, wie frei wir waren. Damals war die See kristallklar. Selbst im Vereinigten Königreich sind abgelegene Gemeinden betroffen. Es ist nicht schlecht heute. Das ist ein guter Tag? Er reichte schon mal bis über die Mauer. Das sind ja ein paar Meter. Leicht. Es verfängt sich in jedem Winkel, unten in der Bucht. Bei Flut kommt es hoch und landet hier. Mary wurde in diesem Dorf geboren und hat ihr Leben hier verbracht. Es war das Paradies ihrer Kindheit, aber das ist vorbei. Plastik gab es damals einfach nicht. Es kam uns nicht in die Quere, wenn wir schwimmen gingen. Da waren keine Plastikflaschen. Das Ufer war sauber. Das ist nicht unser Abfall. Er kommt von anderswoher. Die Gemeinde ist überfordert. Freiwillige räumen weg, so viel sie können. Leider ist das hier eine Art Abfallbecken. Denn am Ende des Meeresarms kommt alles den Fluss Clyde runter über den Atlantik. Die Ozeane reichen um die ganze Welt. Der Müll kommt von überall her. Aber hier ist Endstation. An schottischen Stränden finden wir Abfälle aus Australien und Japan. Sobald sie im Ozean sind, können sie überall hingelangen. Abfälle sind ein globales Problem. Doch der meiste Abfall stammt aus anderen Orten im Vereinigten Königreich. Die vollen Säcke wiegen 30 Kilogramm. 30 Kilo in 30 Minuten, das sagt doch alles. Schön, wenn man von draußen in ein gepflegtes schottisches Bed and Breakfast kommt. Genau, man riecht das frische Brot und die Marmelade. Christina kam vor 2 Jahren hierher, um ein B&B zu eröffnen. Das ist eines unserer besten Zimmer. Die Aussicht ist atemberaubend. Wenn man über das Plastik am Strand hinweg sieht. Freuen sich auf die Muschelsaison, die Anfang Juli beginnt. Es ist ein großes Ereignis. Die Muscheln sind da. Den ganzen Sommer und Frühherbst essen die Belgier Muscheln. Toll, da kommen sie. Vielen Dank. Colin, ist das eine typisch belgische Zubereitung? Ja, und es ist die einfachste. Für mich auch die schmackhafteste. Zu den Muscheln gibt man Zwiebeln und Sellerie. Gibt alles in einen Topf und in 5 Minuten kommt er auf den Teller. Eine Muschel filtert täglich 20 bis 25 Liter Wasser. Das ist viel Wasser. Das Wasser enthält Mikroplastik. Diese Portion Muscheln enthält rund 90 Mikroplastikpartikel. Wir schätzen, dass ein Belgier jährlich 2000 bis 11.000 Mikroplastikpartikel aufnimmt. 11.000? Ja. Unsere Kinder werden noch mehr essen, denn Plastik reichert sich im Ozean an. Ende des Jahrhunderts werden die Europäer wahrscheinlich eine 3/4 Million Plastikpartikel pro Jahr aufnehmen. Unser gesamtes Wissen und der gesunde Menschenverstand sagen mir, dass wir, wenn wir so weitermachen, früher oder später den Punkt erreichen, an dem das Auswirkungen hat. Deshalb müssen wir jetzt etwas dagegen unternehmen.
Diese Portion Muscheln haben wir gestern in Ostende gekauft. Ich möchte anhand einer Gewebeprobe die Verdauung und die Aufnahme von Mikroplastik analysieren. Sie bereiten sie speziell vor. Wir haben eine Technik, die das gesamte Gewebe auflöst. Was zurückbleibt, ist das Mikroplastik. Wir suchen nach etwas Verdächtigem. Irgendwas Besonderes? Dieser rote Tupfen. Ja. Die rosa Farbe und die rechteckige Form. Das ist bestimmt Mikroplastik. Computertomographien von Muscheln haben gezeigt, dass Mikroplastik sich nicht nur im Magen der Tiere befindet, sondern auch im Muskelgewebe. Das ist der Beweis dafür, dass das, was wir im Laden kaufen, mit Plastik belastet ist. Die ersten Risikobewertungen im Labor zeigen, dass Mikroplastik vom Magen in unsere Blutbahn übergehen kann. Im Moment sind es nur ein paar Dutzend Partikel jährlich. Doch gegen Ende des Jahrhunderts könnte die Menge Jahr für Jahr auf 4000 Partikel ansteigen. Ich habe viele Ärzte und Kollegen befragt, was Mikroplastik auslösen kann, wenn es ist langsam gestorben. Er hat keine Fettreserven mehr. Bei einem gesunden Eissturmvogel stünden die Federkiele nicht unter der Fettschicht hervor. Er hat sein gesamtes Fett verbrannt, bevor er starb. Wenn zu viele der Muskelproteine aufgezehrt wurden, geht es zu Ende. Der Magen ist voll. Da ist eine Menge Zeug drin. Wir werden gleich sehen, was. Sehen Sie? Eine Menge Plastik. Meine Güte, der ist ja voll. Der Kaumagen ist voller Plastik. Welche Folgen hat das für den Vogel? Es gibt ihm ein falsches Sättigungsgefühl. Er hat keinen Appetit? Er frisst nichts mehr. Deshalb ist dieser Vogel verhungert? Ja. Das könnte ein Faktor sein. Ja, sicher. Was sagt uns das über das Leben dieses Vogels? Er hat unter unseren Fehlern gelitten. Es ist eine Schande für die Menschheit, dass man so etwas in Tieren findet. Die Tierwelt zeigt uns, was wir falsch gemacht haben. Aber letztlich tun wir alles, was wir den Tieren antun, uns selbst an. Auch wenn einem Tiere egal sind, man ist sich doch nicht selbst egal. Gereinigt und sortiert liegt der Inhalt des Kaumagens eines Eissturmvogels vor uns. 18 Stücke Plastik, die ca. ein halbes Gramm wiegen. Das klingt nach wenig, aber hochgerechnet auf einen Menschen entspricht es einer Lunchbox-Abfall. Ich würde mir nicht wünschen, dass mein Sohn das im Magen hätte. Je größer der Vogel, desto größer die Teile. Und ein Albatros hat einen mächtigen Appetit. Man findet vollständige Objekte, wie Zahnbürsten oder Schwimmer, Golfbälle. Am Ende fällt das alles auf uns zurück. Diese Vögel fressen Plastikteile einer gewissen Größe. Wenn der Eissturmvogel sie zu Mikroplastik verdaut hat, gelangt dies in die Shrimps im Wasser oder in das noch kleinere Plankton. Das wird wiederum von Fischen gefressen. Die Fische essen wir. Irgendwann fällt das, was in der Natur passiert, auf uns zurück. Früher Morgen an Indiens Osten. Plastik braucht Jahrzehnte, vielleicht Jahrhunderte, um in kleinste Teilchen zu zerfallen. Aber es verschwindet niemals ganz. Hier haben wir eine Probe aus unserem Mantanet. Sehen wir sie durch. Ich hole alle Teilchen heraus, die nach Plastik aussehen. Wir sehen hier verschiedenste Polymere, Polyethylen, Polypropylen, Polystyrol. Um sie genau zu bestimmen, brauchen wir eine detaillierte forensische Analyse.
Der 15-minütige Fischzug bringt nur eine Handvoll Teilchen. Doch die sind äußerst bezeichnend. Im Durchschnitt finden wir 1 bis 2 Teilchen pro Kubikmeter Meereswasser. Wir reden hier nicht von einer Müllinsel. Aber wenn man das hochrechnet auf die gesamte Wassermenge in der Meerenge von Plymouth, rund um die britische Küste und weltweit, dann kommen wir auf Millionen, ja Billionen Plastikteilchen dieser Größe. Sie treiben rund um den Globus an der Wasseroberfläche. Hunderte Arten von Meereslebewesen treffen an der Wasseroberfläche oder in der Wassersäule auf Plastik. Viele dieser Begegnungen sind schädlich oder gar tödlich. Das ist Texel, eine Miniatur von Holland. Alle Landschaftstypen kommen hier vor. Auch Vögel? Sehr viele Vögel. Die Strände sind wild, es gibt Seevögel im Überfluss. Die Seemöwen nisten hier. Ja. Kommen hier große Schwärme her? Ja, besonders wenn Fischereiflotten einlaufen. Viele haben Plastik im Magen, vor allem aber die Eissturmvögel. Einiges nehmen sie durch die Fische aus tieferen Wasserschichten auf. Aber das meiste Plastik stammt von der Wasseroberfläche. Wurden tote Eissturmvögel an Land gespült, werden ihre Mägen überprüft. So können die Wissenschaftler abschätzen, wie viel Plastik sich im offenen Meer befindet. Versuchen Sie zu berechnen, wie viel Plastik die Vogelpopulation der Nordsee enthält? Ja, auf jeden Eissturmvogel in der Nordsee kommen 6 Tonnen Plastik. 6 Tonnen Plastik durchlaufen jeden Eissturmvogel in jedem Jahr. Ja. 6 Tonnen? Ja. Das ist viel. Ja, das ist es. Tote Vögel werden in Jan van Franekers Labor eingesandt. Die Obduktion ist nichts für Zartbeseitete. Dieser Vogel ist langsam gestorben. Er hat keine Fettreserven mehr. Bei einem gesunden Eissturmvogel stünden die Federkiele nicht unter. Es ärgert mich sehr, wie achtlos und ignorant die Menschen sein können. Ich habe mich einmal in einem Netz verfangen und konnte nicht sehen, was es war. Ich habe es nur gespürt. Da kann man sich vorstellen, wie es für einen Fisch ist. Unser Tauchlehrer Andy machte mal einen Tauchgang. Beim Auftauchen sah er einen Klumpen treiben, der um sich schlug. Er kam näher und erkannte, dass es 2 Schildkröten waren. Sie hatten sich total verheddert. Schildkröten haben keine Kiemen. Sie können unter Wasser nicht atmen. Sie sterben in diesen Netzen, weil sie unter Wasser ersticken. Es musste sofort etwas geschehen. Andy schlitzte mit dem Messer die Netze auf. Es dauerte 15 oder 20 Minuten, bis er die beiden Schildkröten befreit hatte. Aber am Ende war die Rettung ein Erfolg. Die Schildkröten nahmen zum Glück keinen Schaden. Warum ist das Meer als Lebensraum schutzwürdig? Es ist schutzwürdig, weil wir es nicht zerstören dürfen. Wenn das Leben im Meer zerstört wird, wird das Riff zerstört. Wenn das Riff zerstört ist, werden auch die Küstengebiete zerstört. Denn es fehlt das Riff, das sie vor dem Ozean geschützt hat. Sobald das Riff fehlt, trifft der Ozean direkt auf Land. Jeder einzelne Küstenbewohner ist davon betroffen. Ich würde gerne sehen, dass die Menschen mehr Mitgefühl für das Leben in ihrer Umgebung aufbringen. Ich versuche zu zeigen, dass wir auf ähnliche Weise beschädigt werden. Wir gehen uns selbst in die Falle. Es schadet uns sehr. Es ist Zeit zu überdenken, wie wir Dinge konsumieren und wegwerfen. Das ernüchternde Portfolio eines Fotografen, der mittels Kunst unsere Selbstzufriedenheit bezüglich des Plastiks zerstört. Es wirkt, als ob das Leben erwürgt wird. Ist das Ihre Auffassung von Plastik? Im Sinne von Verstrickung würde ich sagen, ja. Es ist die Idee eines langsamen Erstickens. Es passiert nicht über Nacht. Das Problem ist schleichend. Es tötet uns langsam.
beasts problem, and it's slowly killing us. Ich mache ein kleines Fotokunstprojekt. Es zieht eine Analogie zur Plastikaufnahme der Meerestiere. Wie ginge es uns, wenn uns das passierte? Ich style Gegenstände, die ich am Strand gefunden habe, wie Food-Fotografien. Damit möchte ich ein Bewusstsein für dieses. Der Müll, den die Strömung hertreibt, stammt aus Indonesien, Thailand, Singapur und Malaysia. Es sind viele Plastiksandalen, Flaschen, Dinge, die leicht treiben. Die Strömung spült alles an. Aber manches Plastik reist noch viel weiter. Es häuft sich zu riesigen zirkulierenden Massen im Wasser des Nord- und Südatlantik an, im Nord- und Südpazifik und im Indischen Ozean. Das sind die fünf großen Wirbel. Alles ist miteinander verbunden. Es ist alles ein Ozean. Ich hatte eine wunderbare Kindheit. Mit meinen gleichaltrigen Freunden spreche ich immer noch darüber. Wir haben alle schöne Erinnerungen an das, was wir unternommen haben und daran, wie frei wir waren. Damals war die See kristallklar. Selbst im Vereinigten Königreich sind abgelegene Gemeinden betroffen. Es ist nicht schlecht heute. Das ist ein guter Tag? Er reichte schon mal bis über die Mauer. Das sind ja ein paar Meter. Leicht. Es verfängt sich in jedem Winkel unten in der Bucht. Bei Flut kommt es hoch und landet hier. Mary wurde in diesem Dorf geboren und hat ihr Leben hier verbracht. Es war das Paradies ihrer Kindheit, aber das ist vorbei. Plastik gab es damals einfach nicht. Es kam uns nicht in die Quere, wenn wir schwimmen gingen. Da waren keine Plastikflaschen. Das Ufer war sauber. Das ist nicht unser Abfall. Er kommt von anderswoher. Die Gemeinde ist überfordert. Freiwillige räumen weg, so viel sie können. Leider ist das hier eine Art Abfallbecken. Denn am Ende des Meeresarms kommt alles den Fluss Clyde runter über den Atlantik. Die Ozeane reichen um die ganze Welt. Der Müll kommt von überall her. Aber hier ist Endstation. An schottischen Stränden finden wir Abfälle aus Australien und Japan. Sobald sie im Ozean sind, können sie überall hingelangen. Abfälle sind ein globales Problem. Doch der meiste Abfall stammt aus anderen Orten im Vereinigten Königreich. Die vollen Säcke wiegen 30 Kilogramm. 30 Kilo in 30 Minuten, das sagt doch alles. Schön, wenn man von draußen in ein gepflegtes schottisches Bed and Breakfast kommt. Genau, man riecht das frische Brot und die Marmelade. Christina kam vor. Da ist eine Menge Zeug drin. Wir werden gleich sehen, was. Sehen Sie? Eine Menge Plastik. Meine Güte, der ist ja voll. Der Kaumagen ist voller Plastik. Welche Folgen hat das für den Vogel? Es gibt ihm ein falsches Sättigungsgefühl. Er hat keinen Appetit? Er frisst nichts mehr. Deshalb ist dieser Vogel verhungert? Ja. Das könnte ein Faktor sein. Ja, sicher. Was sagt uns das über das Leben dieses Vogels? Er hat unter unseren Fehlern gelitten. Es ist eine Schande für die Menschheit, dass man so etwas in Tieren findet. Die Tierwelt zeigt uns, was wir falsch gemacht haben. Aber letztlich tun wir alles, was wir den Tieren antun, uns selbst an. Auch wenn einem Tiere egal sind, man ist sich doch nicht selbst egal. Gereinigt und sortiert liegt der Inhalt des Kaumagens eines Eissturmvogels vor uns. 18 Stücke Plastik, die ca. ein halbes Gramm wiegen. Das klingt nach wenig, aber hochgerechnet auf einen Menschen entspricht es einer Lunchbox-Abfall.
Ich würde mir nicht wünschen, dass mein Sohn das im Magen hätte. Je größer der Vogel, desto größer die Teile. Und ein Albatros hat einen mächtigen Appetit. Man findet vollständige Objekte, wie Zahnbürsten oder Schwimmer, Golfbälle. Am Ende fällt das alles auf uns zurück. Diese Vögel fressen Plastikteile einer gewissen Größe. Wenn der Eissturmvogel sie zu Mikroplastik verdaut hat, gelangt dies in die Shrimps im Wasser oder in das noch kleinere Plankton. Das wird wiederum von Fischen gefressen. Die Fische essen wir. Irgendwann fällt das, was in der Natur passiert, auf uns zurück. Früher Morgen an Indiens Ostküste. Die Fischer sind bereits draußen, um im schmutzigen Wasser das Abendessen zu fangen. Plastik säumt die Ufer. Doch es ist die Gefahr unter Wasser, die die Umweltschützer hier auf den Plan ruft. Akil nimmt mich mit zum Tauchen. Sehen Sie sich die Meerestiere an. Ist das Ihre Auffassung von Plastik? Im Sinne von Verstrickung würde ich sagen, ja. Es ist die Idee eines langsamen Erstickens. Es passiert nicht über Nacht. Das Problem ist schleichend. Es tötet uns langsam. Ich mache ein kleines Fotokunstprojekt. Es zieht eine Analogie zur Plastikaufnahme der Meerestiere. Wie ginge es uns, wenn uns das passierte? Ich style Gegenstände, die ich am Strand gefunden habe, wie Food-Fotografien. Damit möchte ich ein Bewusstsein für dieses Thema schaffen. Das ist Strandgut sammeln mal anders, oder? Normalerweise sucht man nach Muscheln. Sie suchen nach Müll. Es gibt mehr Müll als Muscheln. Dieses Stück ist wahrscheinlich schon Jahre unterwegs. Es wird von einem kleinen Fisch gefressen. Die größeren Fische fressen kleine Fische. So kommt es auf unseren Teller. In unsere Nahrungskette. Ihre Bilder zeigen die Verknüpfung zwischen dem Plastik und dem, was wir zu uns nehmen. Ja, es ist giftig. Es schadet uns, nur sehen wir es noch nicht. Er ist von Plastik umgeben. Es häuft sich auf einem Müllplatz bei seinem Haus auf. Drinnen sortiert er die Ausbeute. Ich probiere es mal mit denen. Was bilden Sie nach? Ich dachte an schicke Cerealien, wie Kinder sie gerne mögen. Es wird zum Nachdenken darüber anregen, wie die Natur geschädigt wird, wenn Plastik in die Nahrungskette gelangt. Alle Belgier freuen sich auf die Muschelsaison, die Anfang Juli beginnt. Es ist ein großes Ereignis. Die Muscheln sind da. Den ganzen Sommer und Frühherbst essen die Belgier Muscheln. Toll, da kommen sie. Vielen Dank. Colin, ist das eine typisch belgische Zubereitung? Ja, und es ist die einfachste. Für mich auch die schmackhafteste. Zu den Muscheln gibt man Zwiebeln und Sellerie. Gibt alles in einen Topf und in 5 Minuten kommt er auf den Teller. Eine Muschel filtert täglich 20 bis 25 Liter Wasser. Das ist viel Wasser. Wenn der Eissturmvogel sie zu Mikroplastik verdaut hat, gelangt dies in die Shrimps im Wasser oder in das noch kleinere Plankton. Das wird wiederum von Fischen gefressen. Die Fische essen wir. Irgendwann fällt das, was in der Natur passiert, auf uns zurück.
Früher Morgen an Indiens Ostküste. Die Fischer sind bereits draußen, um im schmutzigen Wasser das Abendessen zu fangen. Plastik säumt die Ufer. Doch es ist die Gefahr unter Wasser, die die Umweltschützer hier auf den Plan ruft. Akil nimmt mich mit zum Tauchen. Sehen Sie sich die Meerestiere an. Sie sind freundlich zu uns. Sie haben keine Angst vor uns. Man gewöhnt sich daran, empfindet sich als Teil davon. Wir sind eine invasive Art. Überall, wo wir eindringen, bringen wir Zerstörung. Das ist der Welt gegenüber nicht fair. Als Teil des Ökosystems haben wir kein Recht, es zu zerstören. Fünf Kilometer vor der Küste liegt ein Riff. Wir sinken in die düstere Tiefe hinab. Der sandige Meeresboden wird von einer reißenden Strömung aufgewühlt. Dies ist ein Geisternetz. Fischnetze aus Plastik haben sich im Gestein verfangen und wurden liegen gelassen. Tausende Kilometer an Fischnetzen und Angelleinen treiben in den Weltmeeren. Jede Kreatur, die ihnen zu nahe kommt, verfängt sich darin. Es macht uns nichts aus, dass sie fischen. Aber sie wissen gar nicht, was sie zerstören. Unser Gespräch wird unterbrochen. Fischer rammen unser Boot, während sie verzweifelt versuchen, ihr Netz vor dem Riff zu retten. Wenn die Netze in der Strömung so geschleppt werden, bleiben sie am Riff hängen. Es ärgert mich sehr, wie achtlos und ignorant die Menschen sein können. Mir geht es nicht um die anderen. Die Leute sagen, oh, sie sind eine Inspiration. Ich mache das für mich selbst, mit klarem Kopf. Ich bin nicht auf einen Heiligenschein aus. Ich bin hergekommen, um sauber zu machen, weil es mir ein Bedürfnis ist. Und wenn es jedem zum Bedürfnis wird, kommen die Dinge in Ordnung. Der Plastikmensch kommt in eine farbige Welt der blanken, glänzenden Oberflächen, wo Kinderhände nichts finden, das sie zerbrechen könnten. Er ist umgeben von zähen, sicheren, sauberen Materialien, die der menschliche Geist geschaffen hat. Alle seine Spielzeuge, sein Kinderbettchen, sein unzerbrechliches Fläschchen, alles besteht aus Plastik. Dieses Buch trägt den Titel Plastik. Die erste Auflage stammt von 1945. Ich habe es im Bücherregal meines Großvaters gefunden, als er verstorben war. Damals hatte ich nicht zu Plastik geforscht. Aber es ist interessant, weil das Buch die Vorteile von Plastik vorhersagte. Innerhalb einer kurzen Zeitspanne wurde Plastik in sämtliche Lebensbereiche eingeführt. Plastik durchdringt fast alle Aspekte unseres Alltags. Aber es gibt eine dunkle Seite, nicht nur in den Entwicklungsländern. Man kann kaum ein paar Meter am Strand spazieren gehen, ohne auf Abfall zu stoßen. Er bedeckt jeden Winkel unseres Planeten. Selbst in der Tiefsee und den Polargebieten sehen wir, wie sich Plastikmüll anhäuft. Richard schlug als einer der ersten Alarm. Noch eine Plastiktüte. Heute frisch gekocht. Die Metzgerauswahl. Vielleicht noch warm. Der Inhalt wurde konsumiert, die Packung weggeworfen. Wie lange würde sie hier überdauern? Sehr lange. Wir produzieren 300 Millionen Tonnen jährlich. Diese Menge bringt viele Nutzanwendungen, wie leichte Karosserien, Flugzeuge, Körperprothesen. Plastik ist nicht der Feind. Es sind die Einwegprodukte, die jedoch 40% der Produktion ausmachen. Sie werden innerhalb eines Jahres benutzt und weggeworfen. Manche Plastikteile werden nur einige Minuten lang genutzt und dann weggeworfen.
Wir haben beinahe 60 Jahre lang das Verhalten der Wegwerfgesellschaft eingeübt. In den 1950er Jahren gab es keine Wegwerfartikel. Mittlerweile werfen wir viele Dinge als wertlos weg. Es ist doch kaum überraschend, dass deshalb vieles in die Umwelt gelangt. Es ist unser Müll, leichtfertig, vielleicht viele Meilen entfernt weggeworfen. Nun kommt er zurück und sucht uns heim. Meiner Ansicht nach haben wir den kritischen